Okay, zurück zu Splinter Cell Blacklist. Und ich habe gerade Lust auf eine Grimm-Mission. Na Grimm, wie sieht's aus? Gut, ich organisiere die nächste Operation. Briggs war eine große Hilfe. Charlie? Ist weniger abgelenkt. Er kann sich nicht konzentrieren. Über Bord mit ihm. Gut, mach mal eine Grimm-Mission. Einen Hinweis. Oft merkt man erst, wonach man sucht, wenn es fehlt. Wie bitte? Es gibt Daten, die nicht online sind. Was bedeutet, dass man sie nur als Ausdruck aufbewahrt, weil sie so wichtig sind. Ich weiß zwar nichts über ihren Inhalt, aber ich weiß, wo sie lagern. Dann muss ich jemanden... Im Scheißhaus. Wo? Tschetschenisches Grenzgebiet. Es ist ein Sicherheitsposten. Sag ich ja. Das SMI fragt gerade die Koordinaten ab. Da sind die Unterlagen. Da sollten auch wir sein. Immer am Puls der Zeit. Solo natürlich. Die Spielsitzung wird erstellt. Dachte schon, die Klo-Sitzung. Ich habe mir neue Stiefel gegönnt. Beim Stiefelkönig. Jetzt sind wir noch schleichender unterwegs. In der Grenzregion. Charovski, Bezirk Tschetschenien. Hübsche Gegend. Wie soll ich hier mein Ziel finden, Grimm? Ich markiere drei mögliche Positionen auf dem Offset. Wirst sie abklappern müssen. Abklappern. Danke. Schon auf dem Weg. Oh Gott, und das in gebückter Haltung. Was ist denn da hinten schon? So ein Hubschrauber abgestürzt. Oh, die zwei Armen müssen schon mal dran glauben. Per Handkantenschlag. Würde ich mal sagen. Muss sie abklappern, okay. Ich höre eine Kamera. Hörst du sie? Der kommt hoffentlich jetzt zu mir. Ja, wenn nicht, dann werden wir ihn anlocken. Auf die eine oder andere Weise landen sie immer bei mir. Oh, der macht einen Bogen, ha? Huh? Wieso ging das nicht gleich? Ich bekomme immer seltener dieses X. Rechtzeitig. Was könnte ich eigentlich mit dem nächsten auch gleich machen? Ich transportiere ihn mal ein wenig hier abseits. Nur nichts riskieren. Gehen wir darüber. Diese Kameras sind kugelsicher. Aha, die kann man nur temporär deaktivieren. Das ist natürlich blöd. Bei der letzten Cobin-Mission, die waren dann völlig hin, als ich sie mit dem Haftjoker beschossen habe. Ah, jetzt unterhalten sie sich. Und ich höre nichts. Ich verstehe nichts. Boruski. Könnt ihr kein Tschetschenisch? Müsst ihr Russisch sprechen? Da hinten sind die Mobilklos. Können sich kein eigenes leisten. An der Grenze. Mann, seid ihr fertig? Ich kann euch nicht beide ausschalten auf einmal. Ich meine, ja, ich könnte, aber das kostet unnötig Material. Eine Cookie-Dent-Haftkamera habe ich aktiviert. Die klebt wie die dritten von Opa. Klebt überall. Was ist jetzt? Kommt er da nachschauen. Arsch. Und der auch noch. Wenn sie jetzt nicht beisammen wären, wäre super, dann könnte ich einen anlocken. Aber so, dann jetzt kämen sie beide, ne? Naja, kommt freiwillig. Der blöd. So, und jetzt den noch. Hey, du. Obwohl, das sieht er jetzt, ne? Wo kommst du denn? Geht hier lang. Ich glaube, du kriegst den Half-Joker. Oder? Nee, nicht nötig. Keinen Mucks. Oh, nein, jetzt nicht mehr. Seine Stirn hat Bekanntschaft mit dem Asphalt gemacht.
Ich glaube, sie werden nicht die besten Freunde. Die Streifenwagen sind cool, ha? Huh? Ganz schön schnittig, im Gegensatz zu diesen Plastikbombern hier. Na, die Obrigkeit hat Geld. Das sind noch mehr, natürlich. Ich schaue nur, vielleicht kann ich diese Kameras ausschalten. Besser gesagt, abschalten. Aha, der hat eine Mikrowelle hier im Häuschen. Ja, da ist irgendwas abgestürzt. Ich hatte recht. Und da ist A. AA. Kann ich da etwa raufklettern? Ne? Das wäre theoretisch möglich, aber das Spiel lässt mich nicht. So, da gehe ich besser nicht durch. Bei meiner Bewaffnung würde das Gerät explodieren, glaube ich. Bin bis zum Unterkiefer-Oberkante bewaffnet. Und wo soll der sein, der auf meinem Radar angezeigt wird? Ich sehe nämlich gar nichts. Über mir wahrscheinlich. Da ist schon die Akte. Akte X. Hab den Aktenschrank gefunden, durchsuche ihn. Oh. Oh. Was machen denn die Aufnahmen? Ziel 1 erfüllt, noch 2. Von meiner Frau da drin. Da könnte ich rein. Okay, da wird's auch aufgehen. Ich schaue nur mal kurz noch. Irgendwo ein Schalter. Da ist die Alarmglocke. Hier stehen die Funkgeräte, Walkie-Talkies. Was man so braucht an der Grenze. Das Blöde ist halt, man muss immer von vorne beginnen bei diesen Missionen. Im Gegensatz zu den Kampagnenmissionen. Ist eine Kamera irgendwo da draußen. Siehst du sie? Ah, der ist oben. Der einzige Weg nach oben führt darauf. Die müssen jetzt mal raufklettern, wenn sie da. Nee, das ist der Vorratskeller. Keller ist gut, Vorratsdachboden. Aber es muss einen Keller dann auch noch geben, weil ich habe noch Feinde auf meinem Radar. Die können doch keinen Tarnanzug tragen. Hm. Aha. Datenpaket. Ein Geschenk für dich. Daten. Dessous. Du machst mir immer so tolle Geschenke. Bring sie mir, seh mir das an. Ja, ja, Baby. Hast du so einen Massagestab schon ausgepackt, den ich dir letztes Jahr geschenkt habe? Nein, ich will runter. Ah, jetzt. Ich habe keinen Prompt bekommen. Da ist auch noch so ein Pfeil dran, schau, aber man kann nichts mehr machen. Die Akte ist schon weg. Die Akte ist nicht mehr ungelöst. Beziehungsweise das Zeichen. Ja, schau, ich bin genau über dem Punkt. Oder auf dem Punkt. Nein, nicht klettern. Also, wo ist der Mann? Ach so, das sind die. Sind das die Kameras am Ende? Oh. Vielleicht sind das die Kameras. Ja, ich glaube. Die Kameras werden als Feinde markiert. Koop. Oh, brauche ich nicht. Ich habe alles erledigt da drin. Und mehr. So, da ist noch eine Kamera.
Die ist blöd, ja. Die grenzt, die deckt den ganzen Donnerbalken ab. Grenzt den. Nee, die deckt den Grenzbalken. Wie auch immer. Ich glaube, da ist nichts mehr. Wir schreiten zum Wegpunkt B. Dem Sprengradius nach zu urteilen, eine Autobombe. Sieht nach dem Fahrzeug aus, das der DCS-Agent benutzt hat. Kein Wunder, dass er sich nicht zurückruft. Seid ihr fertig? Oh, das ist ein Heavy. Und wie schwer der ist. Er hat Übergewicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ausschalten kann, wenn ich ihn anlocke. Das habe ich noch nie ausprobiert. Muss ich zugeben. Ich traue mich nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der weg? Da oben hockt einer. Na, ich glaube, der kommt ja eh wieder zurück. Na, jetzt geht er wieder. Ich brauche im Grunde nur warten, bis er zurückkommt. Das kann sich ziehen, Leute. Aber was soll ich sonst machen? Ich kann ihm nicht entgegengehen. Weil erstens wird mich der da oben sehen. Und da vorne steht auch noch einer auf dem Wohnwagen. Auf dem Ü-Wagen. Und der dreht sich sogar manchmal um. Oh, das ist scheiße. Ich dachte, der starrt immer nach Norden. Ich weiß gar nicht, wo Norden ist. Es wird auf meinem Kompass nicht angezeigt. Ist auch scheißegal. Wir gehen auch nach Süden, wenn es sein muss. Ja, irgendeiner sollte dann aber schon mal wieder vorbeischauen hier. Kommt, Leute, die Grenze ist völlig unbewacht. Oh, jetzt kommen sie natürlich beide auf einmal. Ist klar. Natürlich. Musste so sein. Jetzt wäre natürlich der perfekte Zeitpunkt, den da auszuschalten. Aber wie soll ich das machen? Ich weiß ja erstens nicht, wie lange der da stehen wird. Wisst ihr, es wäre sich nicht ausgegangen, darüber zu gehen. Ich hätte ja schleichen müssen. Und jetzt treffen sie sich wieder in der Mitte. Aber jetzt, da ich ja weiß, dass das kommt, kann ich mich schon in Position bringen. Genau. Nein! Oh! Nein, ich dachte, der dreht sich um. Sie haben den Alarm ausgelöst. Ich muss diese Mission leider beenden. Du Arsch! Ich dachte, der geht. Oh Gott, okay. Bis dann. Okay, ich bin zurück und habe mich diesmal von der anderen Seite genähert. Hier liegen zwar Minen, aber naja, stellen keine allzu große Bedrohung dar, denn sie blinken und piepsen. Sieht sogar Blinder mit dem Krückstock. Jetzt bin ich eigentlich genau da, wo ich sein wollte vorher. Irgendetwas hat hier alles zerlegt. Als ich mich genötigt fühlte, den einen auszumachen, während der andere sich umdrehte. Was natürlich Pech war, sonst gar nichts. Kein Wunder, dass der dich nicht zurückruft. Und ich muss auf den Scharfschützen aufpassen, das steht fest. Das heißt, wir gehen mal hierher. So nah wie möglich. Und hoffen aufs Beste. Die Akte ist in dem LKW drin. Oh. Ja,
Jetzt heißt es warten. Da kommt er schon. Das Dumme ist der auch. Hier heißt es schnell sein. Ich hätte schon darüber sollen springen sollen, bevor. Ja, bevor der kommt. Jetzt ist es zu spät. Oder? Wie weit geht der? Der Dicke. Das geht sich aus. Könnt ihn runterstoßen, ha? Schmeiß ihn runter, Mann. Ich glaube, das sieht der eh nicht. Haftschock oder nicht? Ich glaube, die kriegt einen in Haftschock, oder ist es ein R? Undefinierbar. Nach den Truthahn-Geräuschen zu schließen, war es ein R. Und der leuchtet genau darüber. Aber wie komme ich darauf? Da bräuchte ich ein Scharfschützengewehr. Das ich nicht habe. Konnte ich mir noch nicht leisten. Den da oben kann ich nie ausschalten, ohne den zuvor ausgeschaltet zu haben. Ich verstehe. Das heißt, wir schleichen außenrum. So ein Gedanke. Am besten ganz außenrum. Wie so ein Risiko eingehen? Hier hinter dem Schild. Schauen, das ist keine Mine. Ah, das geht gar nicht. Okay. Ja, da muss ich wieder meinen Tricopter bemühen. Na, ein klarer Fall für den Tricopter. Wie ging das? Habe ich ihn eingepackt? Ja, hier ist ein Tricopter. Den werden wir jetzt losschicken. Geht nicht. Jetzt. Flieg schon! Flieg, Tricopter! Flieg! Am besten nicht frontal nähern. Ich muss auch auf die Reichweite achten. Ich könnte theoretisch ja noch näher rangehen. Aha, da ist eine Kamera, ha? Jetzt wird er gleich. Ja, jetzt wird er maulen wegen der Reichweite. Das macht nichts. Geht schon. Siehst du? So geht das. Wir fliegen durchs Fenster. Das muss ich nur noch zurückfinden. Ich könnte den zweiten eigentlich auch gleich mit dem Tricopter. Das ist aber praktisch. Habe ich noch einen Haftschocker? Nee, doch. Drei Schuss noch. Und die Batterie reicht auch noch. Wahnsinn. Meine Frau frisch aufgeladen. Sehr gut. Und jetzt wieder zurück ins Körbchen. Jawohl, mal schauen, dass ich mich nicht selber schocke. Was würde passieren, wenn ich mich jetzt selber schocke? Das wäre witzig. Eingefangen. Mit dem Fliegengitter. So, jetzt ist eigentlich alles gereinigt hier. Wäre natürlich blöd, wenn ich ihn nochmal brauche, denn jetzt habe ich nur noch einen Schocker zur Verfügung. Akte B. Es wird immer prekärer. Ich scanne die Unterlagen. Die Frau vom Gorbatschow. In Dessous. Gut, dass ich eine Schutzbrille trage. Jetzt wäre ich jetzt erblindet. Nette Pelzmütze übrigens. Daran erkennt man den Adel. An der Pelzmütze.
in Tschetschenien. Das ist ein Statussymbol, sag ich dir. Da ist ein Laptop. Das sieht aus wie ein Notenschlüssel irgendwie. Ist aber ein Laptop. Ich hoffe, sie haben hier keine... Ah, da wäre ich raufgekommen, ich Depp. Schau mal. So wäre es gegangen. Oh, ich höre es schnaufen. Da ist ein Fettsack drin. Es piepst. Das ist aber der Laptop, glaube ich. Wo ist der Fette? Oh, scheiße. Könnte schwer werden. Wo war denn eigentlich der Wachturm? Der ist da oben. Ich habe ja noch eine Haftkamera, die kann auch schocken, übrigens. Hier rein kommt ja keiner. Alle anderen sind weg. Oder hat die Bombe sie vertrieben? Die Bombe. Die Sexbombe. Den Glücklichen schlägt die Stunde. Oder eine aufs Hirn. Nee, den Fetten hier kann ich nicht anlocken. Ich glaube nicht. Ich will es jetzt gar nicht riskieren. Den kann man nur von hinten. Weil wenn ich ihn anlocke, kommt er ja von vorne. Also, es geht einem. Oh, Scheiße! Er kommt! Er kommt! Um das Unkraut zu vernichten. Ich könnte, wenn er sich dann umdreht... Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt gewesen. Search ist da. Oh, Scheiße, Scheiße. Das ist heikel. Nicht dir heikel. Oh nein, da jetzt kommt der andere. Ah, der ist unter mir. Okay. Ah, weißt du was? Ich trage ihn doch sicherheitshalber da rein. Auch wenn er noch so schwer ist. Er passt gar nicht durch die Tür. Ah, jetzt. So fett war der. Aus dem Fenster werfen. Ja, wieso nicht? Oh, genau aufs Hirn. Oh, das war jetzt nicht Absicht, sorry. Ist noch ein Heavy. Der steht aber praktischerweise direkt unter mir, oder? Ich sehe es nicht, aber laut Symbol, oder ist er über mir? Ich höre seine Schritte. Ja, der ist unter mir, das heißt, ich könnte da runterhüpfen. Muss aber achten, nicht in das Sichtfeld der Kamera zu gelangen. Was natürlich saublöd wäre. Ich muss noch eine Runde abwarten. Und ich darf auch nicht zu nahe an den Sensor daran. Ich darf auch nicht zu früh. Es muss einfach passen, das Timing. Ich hoffe, er springt da nicht gleich runter und hält sich fest. Schaut, er schaut nach oben. Wenn ich jetzt schon gehangen wäre da an der Railing, wäre es in die Hose gegangen. Ah, jetzt! Jawohl. Oh, er hat sich noch einmal erleichtert. Aber er ist, glaube ich, so ziemlich im toten Winkel. Wo, was ist denn hier? Pocahontas. Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, sich allzu sehr umzuschauen. Obwohl, es gibt Sonderbonuspunkte. Es gibt Bonuspunkte, wenn man erkundet. Aber nur 100. Das ist nicht viel. Und das sieht nach Lasersperren aus. Wenn ich die Tür aufmache, geht's dann gleich los, oder was? Schauen wir mal. Geht sich das aus, dass ich die Tür aufmache?
Ja, das wird sich schon ausgehen. Ich schau halt. Ja, mach auf! Ich krieg den Bomb nicht. Okay. Ich such mal nach einem anderen Weg. Beziehungsweise nach dem Schalter. Vielleicht kann ich auch von oben. Kann ich vielleicht von oben reinhüpfen? Nein, da ist auch abgeschlossen. Da sind sie auf Nummer sicher gegangen. Kannst du ihnen nicht vorwerfen, dass sie hier nachlässig waren mit der Platzierung der Lasersperren. Ich kann hier die Tür nicht öffnen, während ich an der Kante lehne. Das ist auch blöd. Na gut, dass ich da unten nicht rein bin, weil der Laptop ist hier oben, oder was? Nee, es gibt gar keinen Grund, da rüber zu gehen. Doch, gibt es. Da ist das C. Und da muss ich einen einfangen. Oh Gott, schau dir das an. Timing ist alles. Und dann schnell ausschalten. Das ist blöd jetzt gewesen. Jetzt ist es auch blöd. Jetzt ist es noch blöder. Aber jetzt wird's dann was. Nein, jetzt ist es am blödesten überhaupt. Jetzt aber. So, bitte. Jawohl. Er drückt den grünen Knopf, um sie zu deaktivieren. Das ist aber auch eigenartig, ha? Normal drückt man den roten. Ich suche jetzt die Unterlagen. Sehr gut. Er hat seinen 007-Scheiß gemacht. Zurück zur Abholzone. Zeit, von dort zu verschwinden. Nein. Beeil dich, hier herrscht explosive Stimmung. Nein, zuerst noch den Laptop. Das ist vielleicht genauso leicht. Wie es hier war. Das hat schwerer ausgesehen. Ich schau halt rauf auch noch. Vielleicht gibt es einen Erkundungsbonus. Malus. Aber nur nicht leichtsinnig werden. Weil da ist irgendwo eine Kamera. Ich sehe sie zwar nicht, aber... Ah, da geht's rauf auch noch. Ja, im Grunde, da ist nichts mehr. Scheiß auf die 100 Punkte. Da waren wir schon. Waren wir da schon drin? Hey, Globata! Das ist das Verhörzimmer. Der blinde Spiegel und hier sind Handschellen. Verstehe. Hier wurde interrogiert. So, und jetzt? Wie machen wir das? Ich habe hier einen schlechten Überblick. Wo ist der Ausknopf? Der Ausschalter. Den Scheiß. Das Blöde ist nämlich, schau, wenn ich... Ah, das geht sich eher aus. Ah, das ist ja gar nicht so schwer, oder? Außer... Ich muss ja noch einen einfangen, auch. Da ist was gestanden von einfangen. Wo war der? Ja, das geht ja gar nicht ohne... Wie soll ich denn da rüberkommen? Schau. Das ist unterm Tisch. Okay. Ich verstehe, da muss ich auf den Tisch und dann runterspringen. Ich hoffe, er passt auf. Kann ich da nicht raufklettern? Ne, schau, er lässt mich nicht auf den Tisch klettern. Aber wie soll ich dann da rüberkommen? Oben? Kann ich auch nicht hangeln. Jetzt stehe ich aber auf der Leitung, sage ich dir. Kann ich das hier vielleicht
Nee. Ist auf den Arsch. Sonst sehe ich nichts. Aha, da, vielleicht diese Schaltbox da. Ah. Ich hoffe, es hält an. Kann ich da drücken? Oh. Ich hoffe, das geht nicht wieder an. Als kleiner Bonus, Grim. Ein Laptop, an dem Charlie rumspielen darf. Bring ihn mit, der freut sich. Gut, wir gehen, bevor es wieder losgeht. Es war noch einer, ich weiß es. Da ist gestanden, einfangen. Hab's doch gesehen. Noch nicht blind. Wo war der? Der wird doch nicht verschwunden sein. Oh, das wäre aber blöd. Ist mir der durch die Lappen gegangen? Nee, da ist niemand. Der ist verschwunden. Arsch. So ein Arsch. Ich gehe am selben Weg wieder raus, wie ich rein bin. Runterrutschen hätte ich auch gekonnt. Ist aber uncooler. Wir könnten ja eigentlich aufrecht gehen. Na, ich sehe wirklich niemanden mehr. Es war aber einer da. Er ist entkommen, genau wie ich. Na, das war eine leichte Mission. Was? Du wolltest von einer Kammer... Nein, um Gottes Willen! Oh Gott, ich bin... Ah, sowas Blödes. Ja, selber schuld. Okay. Ich melde mich dann noch einmal kurz zur Exfiltration. Bis dann. Tschüss. Okay, Freunde, ich bin zurück. Und ich habe auch das optionale Ziel wiedergefunden. Das ist hier oben. Und weil wir gerade dabei sind, werde ich das natürlich auch noch einfangen. Das ist nur ein Einzelner. Sehe da kein großes Problem, offen gestanden. Den werde ich schocken. Mit der Armbrust. Aber nicht vor der Kamera. Das steht fest. Ich meine, ich hoffe, ich kann ihn schocken und dann noch einfangen. Es muss nicht per Handkantenschlag sein, oder? Hm, der pendelt da blöd. Na klar, hat er sich jetzt umgedreht. Depp, werde ihn mal anlocken. Hier ist das Vögelchen. Ich hab da drüben was gehört. Hm? Hast du nicht? Komm. Mist, Arsch. Oh, jetzt habe ich den Bonus verloren wegen dem Arsch. Und ist er jetzt in der Kamera gelandet? Ja. Schau dir das Arschloch an. Ich wollte ihn doch nur anlocken. Ah, Vorsicht. Schneller, schneller, schneller! Gute Arbeit, Sam. Der stand auf unserer Fahndungsliste. Wow, der Busch. Schau mal. Zweidimensionaler geht's nicht. Na egal. Da kann ich ja keine Abkürzung nehmen. Ich hoffe, das war's wert. Den Bonusverlust konnte ich hoffentlich wettmachen, indem ich den eingefangen habe. Wow, wo sind wir denn hier? Schau dir das an. Oh, hier wäre es auch gegangen. Blöd. Hier wäre der Koop-Partner gelauert. Verstehe. Das
für die Arbeitsteilung gewesen. Oh. So, jetzt machen wir aber nicht denselben Fehler nochmal. Passen auf die Kameras auf. Das war ja doch zu doof. Es ärgert mich trotzdem, dass ich den Bonus jetzt verloren habe. Naja, was soll man machen? Ich spiel's jetzt nicht nochmal deswegen. Und wir sind entkommen. Bereit für Abholung, Grim. Schafft mich heraus. Ja, bitte. Ich habe genug für heute. Sehen uns in der Paladin. Und? Hier habe ich abgeschnitten. 11. 9. Wie viel wäre der Bonus gewesen? Darf ich das auch erfahren? Das war der letzte, ja, glaube ich. Na, hätte schlimmer kommen können. Ah, das war der Bonus. Glaube ich. 0 Punkte, schau mal. Oh doch, 100. Überweisung bestätigt. Jawohl, 167.000 auf mein Konto. Das nehme ich gerne entgegen. Damit kann ich die Paladin weiter aufrüsten und ein paar... arbeitet an neuer Ausrüstung. Daten sammeln war da. Charlie arbeitet immer an irgendwas. Ja, egal. Wir sprechen jetzt off-camera mit Charlie, kaufen ein paar Waffen auf dem Schwarzmarkt und machen dann die nächste Hauptkampagnenmission. Bis dann. Tschüss.